Und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Forest, wo wir heute... Wir sind jetzt mit den Schatten los. Habe ich noch nie verstanden, warum die Schatten sich immer so bewegen. Ich meine, das muss ja auch irgendwie komisch sein. Da, ich stelle mir das immer so vor, dass die Erde, dieser Planet hier, auf dem wir uns gerade befinden, der muss sich dann ja auch immer so immer so ganz komisch drehen, wie so ein Sekundenzeiger. Ich laber wieder viel zu viel. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute wollen wir ja, wir sind ja gerade dabei, quasi umzuziehen und ich wollte heute mal beginnen, den Grundriss für unser neues Häuselchen hier zu legen. Da gucke ich doch mal eben kurz. Freies Bauen. Eigenes Fundament. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich natürlich schauen, wie und was ich hier baue. Jetzt muss natürlich hier alles wieder so ein bisschen auf Stelzen und so. Da lief gerade wieder ein Lurch. Und die haben uns hier noch nicht gekümmert, ne? Jedenfalls nach dem Neustart noch nicht. Wie groß wäre das? Wäre das zu groß, wenn wir jetzt hier so... Wir können ja... So? Ich bin mir nicht sicher, ob das zu klein oder zu groß ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das wird zu groß, ne? Obwohl, in die Richtung, das geht klar. Wie viele Balken haben wir da jetzt? Das sind 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 5 das Haus? Oder zumindest hier bis zum See? So, da ist der Fixpunkt. Oh, wir hätten diesen Baumstamm da im Weg gelassen. Ich glaube, es hackt Bäume. Ich muss erstmal hier ein bisschen rumprobieren. Ja, kann man das so machen, so über... Ja, das ist eigentlich ist das ganz cool. Eigentlich ist das ganz cool, wenn der Teich hier direkt so vor der Tür ist. Finde ich eigentlich ganz nice. So. Genau. Ist ein bisschen größer als unser altes Haus, aber ich glaube, das sollte ja okay sein. Konnte man das hier irgendwie ranklippen? Ging das? Ich weiß das echt nicht mehr. Ging das? Ich mach's sonst einfach, ich klipp das sonst hier einfach jetzt so dran. So. Fertig. So, das ist unser Fundament und wir können direkt mal kurz anfangen, weil wir haben hier noch Baumstämme, ließ in der letzten Folge natürlich mit Eigenhand umgelegt, ist ja klar. Ich würde natürlich nie Dynamit oder was anderes dafür nutzen, um die ganzen armen Bäume hier zu fällen. Das wird natürlich alles von Hand gemacht. Für die Umwelt. Ist doch klar. So, guck mal, das geht ja wieder ratzefatze. Viele Baumstämme hier auch sind. Das Schöne ist, wir haben hier auch einfach, wir haben ja nicht mehr diese Laufwege. Beim ersten Haus, ich erinnere mich noch, da mussten wir ständig immer so lange laufen, weil die Bäume ja immer so ein paar Meterchen entfernt waren. Das war immer so nervig gewesen und hier haben wir es immer direkt vor der Tür, was sehr praktisch ist. Ich hätte ja auch gerne mal, das habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Es soll jetzt ja im Dezember tatsächlich ein neues Update erscheinen. Ein Mega-Update, soweit ich das jedenfalls mitbekommen habe. Wo wirklich viele neue Sachen mit dazukommen. Und ich hoffe einfach, ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber es wäre wirklich, wirklich cool, wenn man Bäume selber anpflanzen könnte. Es geht ja schon mit ein paar Pflanzen, allerdings auch nur in Beeten. Aber es wäre wirklich super, wenn man Bäume selber anpflanzen könnte. Dann würde ich mir nämlich hier so einen dichten Wald zurechtbauen und das wäre schon ziemlich cool. Das würde ich schon echt feiern. So. Ist wirklich ein bisschen groß geworden. Aber ich finde es okay, glaube ich. Ist das, wie würde es denn so aussehen hier vom Teich? Ist eigentlich ganz cool, ne? Ist eigentlich ganz cool. Mehr Terraforming wäre auch geil, ne? Ach, das Wasser qualmt hier noch. Können wir daraus trinken? Können wir mal eben kurz machen? So, haben wir jetzt gemacht. Hier können wir nochmal Feuer an. Vielleicht nochmal ein bisschen was auf den Grill nutzen. Ach, guck mal, kochen kannst du ja nämlich auch. Das geht natürlich auch. Da weiß ich aber noch nicht so genau, wie das funktionieren soll. Kann ich hier mal eben kurz ein bisschen... Warte. Dass wir immer schön was getrunken haben. Sollte ich wirklich mal öfters machen. Ist, glaube ich, ganz pragmatisch, diese Funktion. So, pack mal rauf da. Und ich glaube, wir grillen uns heute mal einen schönen Arm. Der arme Arm. Ja.
Hallo Vogel. Sind hier noch. Das wird schon wieder so dunkel gerade, ne? So dunkel im Vorunkel. Wie sieht es eigentlich aufnahmetechnisch aus? Sieht noch gut aus. Wir brauchen noch ein paar Baumstämmlis. Und ich würde sagen. Oder liegen hier noch welche im Teilchen drinnen? Nö. Nö. Wir könnten hier mal ein bisschen Licht eigentlich gebrauchen, ne? So ein bisschen um den Teich herum. Scheiße, wir haben noch nichts zum Pennen, ne? Mist. Sollte ich mal eben kurz mich drum kümmern. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich mache erstmal so ein einfaches Shelter, weil ich weiß nicht, ob man den... Eigentlich kann man ja alles abreißen, ich habe aber Angst. Ich habe Angst bei Sachen, die man nicht abreißen kann. Ich mache hier so auf dem Berg an, damit man auch richtig schön liegt. Richtig schön gemütlich hier liegen kann. So, machst du fertig. Stöcklis brauchen wir noch. Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Jetzt sehe ich was. So, Stock. Stock. Und das Schöne ist, wir haben hier einfach alles, ne? Das ist das, was ich hier echt an dem, an dieser neuen Location echt mag. Wir haben hier einen Teich, da kannst du Fische raus, flutschen. Wir haben hier Bäume direkt in der Nähe. Ist eigentlich echt super. Vielleicht nicht mehr so gut versteckt. Versteckt wie damals. Aber dafür ganze Ecke schöner, finde ich. Meeresblick war auch schön gewesen. Der Meeresblick war auch nicht schlecht, auch wenn er ein bisschen langweilig. So, können wir schon pennen gehen? Lohnt sich das schon? Ich warte nochmal eben. Wir können ja währenddessen hier nochmal, so bevor die Plattform nämlich fertig ist, hier mal eben kurz die Sträucher wegmachen. Bevor die uns hier noch irgendwie wieder durch den Boden lupen. So, hier hinten ist auch noch einer. Sehr schön. Und ich würde sagen, ach hier, guck mal. Ich würde sagen, wir gehen dann eben mal kurz pennen. Einmal mit Z. Ich sollte mir mal angewöhnen, nach jeder Folge einmal kurz zu speichern. So, es wird wieder Tag. Es ist hier echt ein bisschen dunkel wegen den Bäumen. Warum ist da ein Baum? Warum wächst da ein... Was ist jetzt eigentlich, wenn wir das fertig bauen? Ach, guck mal, hier ist noch einer. Warum ist hier ein Baum? Das würde ich jetzt gerne mal echt wissen. Wobei, eigentlich... Jetzt bin ich gerade im Überlegen, wollen wir den hier drin stehen lassen? Das wäre doch voll geil. Ich hätte nur Angst, dass wir da nichts mehr bauen können. Aber das dürfte eigentlich noch gehen. Das wäre doch voll geil, so ein... Warte mal, das muss ich jetzt mal kurz austesten. Wie würde das denn aussehen, wenn wir jetzt, wo ist denn das nochmal? Ich komme irgendwie mit dem Mauspfeil nicht mehr ganz zurecht. Der ist ganz... Die Steuerung bei Forest ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Guck mal, wenn wir jetzt, sagen wir mal, hier, können wir nicht wieder ranbauen, ne? Weil wir den jetzt gefällt haben. Weil wir den angefällt hatten. Stimmt, das Problem hatten wir auch schon beim Livestream gehabt. Ja. Sobald die nämlich ein bisschen anhackselst. Ja, das sieht mir sehr nach, ja, das sieht mir eher sehr nach Haxolotode aus. Wenn du die ein bisschen angehackst hast, dann kannst du da kein Baumhaus mehr brauen. Braun. Dann kannst du kein Baumhaus mehr drauf bauen. That is a problem. Aber ich würde den jetzt eigentlich tatsächlich mal wachsen lassen. Ich finde das eigentlich voll die geile Idee. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich hier gleich hier drunter irgendwie festbaue. Frage ich mich, was dann eigentlich passiert. Aber ich glaube, das geht gar nicht, ne? Wie viele Stämme fehlen uns hier für denn noch? Hallo? 33 von 52. Jo, dann brauchen wir noch ein bisschen. Guck mal, eine Blume. Ha, schön. Hier sind nur noch mehr Baumstämme, die wir hier nicht... Da würde ich ja fast den hier eigentlich wachsen lassen. So an der Ecke, weißt du? Pass mal auf, da machen wir den hier mal eben kurz weg. So ein Baumhaus überm Haus, ey. Das wäre voll geil. Das wäre mega. Ne, Hase? Schade, der will nicht mit mir spielen. Arschgesicht. So, was könnten wir denn machen? Vor allem, der müsste ja eigentlich bald wieder sprießen, oder? Der müsste ja rein theoretisch bald wieder besprießen. Wird uns das jetzt hier eigentlich als Baustelle angezeigt? Ich hoffe es.
Wird das... Oh, guck mal, wer da durch den Wald gejoggt kommt. Hii. Nein, ich bin nicht da. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Guck mal, jetzt geht er dahin, wundert sich, was das da ist. Wir beobachten ihn jetzt einfach mal. Oh Mann. Kannst du mal kurz stillhalten? Wehe, du bewegst dich jetzt. Wehe. Danke. So, guck, dann tut das auch nicht weh. Das ist wie mit der Spritze. Knochenrüstung. Sollten wir uns vielleicht auch mal drum kümmern? Warum liegen hier so viele Töpfe? Warum liegen hier so viele... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die irgendwie verdoppelt haben sollte. Habe ich gerade was gehört? Da war doch gerade einer, oder? Ah, da brennt er auch schon. Sehr schön. Nee, ich möchte echt mal zusehen, dass wir vielleicht eine Knochenrüstung mal zusammenbekommen. So, da ist noch nichts zu trinken drinne. Die Vögel fliegen freudig erregt durch die Gegend. Ja, die Sache ist, wir dürfen jetzt natürlich nicht die Plattform fertig machen, ne? Weil ich hätte wirklich echt gerne den dicken Baum da drinne. Das würde echt cool aussehen, glaube ich. Dann machen wir... Dann können wir hier an dieser Stelle, guck mal, an dieser Stelle, wo der Baum rauswächst, da könnte man ja vielleicht so eine kleine, da könnte man vielleicht so den Eingang hier so machen, ne? Dass du hier so hier rüber gehst und dann hast du hier quasi so eine kleine Eingangsveranda. Wäre, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, von hier zu kommen ist auch immer sehr schön. Ist allgemein hier echt voll geil, ne? Mit dem Wasserfall in der Nähe. Hier kannst du dann ja auch noch Fische rausholen. Hier sind Blumen. Wachse, Baum, wachse! Ich weiß nicht, ob man das irgendwie beschleunigen kann. Es wäre so schön. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Was könnten wir denn währenddessen noch machen? Wir können ja schon mal hier andere Sachen ausbauen. Wie zum Beispiel... Ich weiß es gar nicht. Wie lange geht denn die Folge schon? 12 Minuten? Ich würde sonst erstmal kurz gerne auf Reisen gehen. Wir können ja mal... Wir können ja eigentlich mal... Wisst ihr was, das machen wir mal eben kurz, ja? Das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt mal in die Katana-Höhle. Hallöchen. Na komm, den bringe ich dann nochmal kurz hin. So, und du wachsen, ja? Sonst gibt's nachher Schelle. Tobi, Baumschläger. So, müsste eigentlich irgendwo in der Richtung sein. Wir gehen jetzt mal in die Katana-Höhle. Da waren wir... Ja, ist so gut. Da waren wir ja immer nur auf der einen Seite gewesen, wo das Katana ja zu finden war. Auf der anderen Seite war nämlich, glaube ich, noch was anderes zu finden. Ich weiß jetzt nicht was. Das würde ich jetzt gerne mal in Erfahrung bringen. Wird uns das jetzt als Bauplan... Ja, wird uns. Das ist sehr gut. Boah, ihr seid echt schlimm hier in der Gegend. Wisst ihr das? So. Keine Zeugen. Du hast nichts gesehen. Oh. Oh. Houston, we have a problem. Yes, 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 yes. Ich drehe mal lieber kurz um. Wehe, der geht zu unserem Haus. Ich habe das Gefühl, wir haben uns echt eine tolle Gegend ausgesucht. Wir müssen da, glaube ich, nochmal einen schönen deutschen Heckenzaun drum ziehen. Scheiße. Wo ist er denn? Da hinten. Was? Babys auch noch? Der kann doch keine Babys abfeuern. Hilfe, Hilfe, das fängt ja wieder gut an. Ich habe nichts mehr zu essen. Mein Magen ist leer. Wow, Kollege, Alter. Der hat geübt. Okay, wir sollten lieber schnell in die Katana-Höhle. Ich... boah, da wartet ja auch noch so einer von diesen Kandidaten auf uns. Na, super. Pass auf, wir verknusen uns erstmal... Fuck. Falscher Knopf. Ich finde gerade wieder mal nicht das Menü. Warte mal. Wie viele Lurche hier wieder rumkräucheln. Höhle. Ich höre die, aber ich finde sie gerade nicht. Wo sind die? Hier, ne? Hör mal auf, so geil zu atmen. Hier, nimm Snickers.
Immer wenn du hungrig wirst, wirst du zum Asthmatiker. Wo sind die? Lasst euch nicht von mir stören. Höhle? Wie die hier am Springen sind, ey, das ist der Wahnsinn. Ich finde die Höhle nicht! Da! Au! Mein Arsch! Scheiße! Ich finde die Höhle nicht mehr! Willst du mich verarschen? Die war doch immer da gewesen! Hier ist sie auch nicht. Hier hätte ich sie aber auch nicht erwartet. Mist. Fängt ja wieder toll an. So, trinken. Trinken. Ich habe Kuh gedrückt, du Sau. So, hier nochmal eine schöne Cola reingekippt. Die war doch da gewesen. Hier am Felsen. Willst du mich doch verarschen? Die müsste doch eigentlich richtig fett gekennzeichnet. Da ist sie. Da hinten ist sie. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Ja, ich war mal wieder. Leute, lasst euch nicht von mir stören. Ich bin nur auf der Durchreise, ja? Ihr müsst sowieso lernen, mit mir auszukommen, ja? Ich bin euer neuer Nachbar. Also auf jeden Fall, was ich herausgefunden habe, die Gegend ist auf jeden Fall viel, viel aktiver. Da laufen viel, viel öfters Kannibalen lang. Was auch mehr Action bedeuten könnte. Ich habe ja auch mal überlegt, wie handhaben wir das denn eigentlich, weil du kannst ja einmal, mindestens einmal darfst du sterben. Das ist uns hier in diesem Let's Play noch nicht passiert, auf diesem Spielstand. Dann landest du ja nämlich in der Höhle. Wenn du danach nochmal stirbst, dann bist du wirklich tot. Dann kannst du nochmal vielleicht den Spielstand laden, den letzten, aber ich weiß nicht, wie wir das dann handhaben wollen. Laden wir dann nochmal den Spielstand, wenn uns das passieren sollte, oder ja, beenden wir die Staffel? Das ist natürlich die Frage. Nein, du sollst... Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt hier mit der... Ein Feuer? Das haben wir hier, glaube ich, mal hingesetzt. Hallo, ich habe doch die Taschenlampe ausgewählt, Alter. Was machst du denn da schon wieder? Und schon wieder fangen wir mit Höhlentouren an, ne? Es ist wirklich furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. So, wie tötet man die Mutanten denn jetzt eigentlich nochmal? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist wirklich arschdunkel hier. Wir können ja mal eben kurz ein paar Brandpfeile ready machen. Brandpfeile. Alkohol sicherlich. So. Was das? Können wir vielleicht nochmal... Ach komm, lassen wir. So, wie kann ich die denn... Genau, so konnte man die jetzt nämlich wechseln. Jetzt sind wir, glaube ich, das sind die normalen. Das sind die Holzdinger. Oh, Geld, geil. Und... Haben wir jetzt die Brandpfeile? Nee, das sind die aus Holz. Das sind die normalen. Das sind die aus Holz. Willst du mich verarschen? Warte mal. Muss ich das erst kombinieren? Wir müssen das erst kombinieren. Aha. Super Idee, Alter! War eine tolle Idee! Ich sehe nichts! Hier kommt er nicht rein, oder? Ich sehe nichts! Und warum nimmt er ständig immer die Lampe aus der Hand? So ein Bergsteigerhelm wäre mal nicht schlecht, ne? Dass du sehen kannst, wo du langläufst, auch wenn du gerade irgendwie fett am Kämpfen bist oder so. Kommt der hier überhaupt hoch?
Warte, 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 komm, 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 komm. Und zack. Erstmal in Sicherheit bringen. Jetzt hat er schon wieder das Ding. Mann, Alter. Nimm die blöde Taschenschlampe in die Hand, du Schlampe. Entschuldigung. So. Lange kann der eigentlich nicht mehr durch. Steht er da vor uns? Nee, das war nur ein Stalag-Dingsbums. Stalagnit. Oder wie auch immer. Ja, ich weiß, du bist ganz, ganz sauer, aber es ist ja bald vorbei. Oh, es ist so arschdunkel. Ja? Wenn er mal stillhalten würde, wäre das schön. Wo ist unser Kollege? Doch mal still, Mann, ey. Das ist ja auch nicht... Kacke in der Hose. Hallo, wo bin ich? Man sieht hier einfach nichts. Gar nichts. Warte. Jetzt nimmt er... Och, Mann, müssen wir jetzt jedes Mal die Pfeile erst... Das sind die Pfeile, ne? Ich habe Holzpfeile, habe ich, glaube ich, dafür genommen, aus Versehen. Kann das sein? So, was haben wir jetzt? Ne, das sind keine Brand... Ey, willst du mich verarschen, Alter? Hier. Das sind doch die. Stein hoch, Mann. Ich einfach gar nichts sehe. Ich glaube, der ist hinter uns. Kann das sein? Ich sehe hier nichts, Alter. Das ist so kackendunkel. Also realistisch schöne Höhle, natürlich. Aber, ach, weißt du was, das wird mir langsam echt ein bisschen zu blöd, ne? Ganz ehrlich. Hier, kennst du den hier schon? Hier, ich schmeiß dich mit meinem YouTube-Money ab. Wie war das denn? Das da brauchen wir. Irgendwas fehlt noch. Klebeband? Nee. Ach, guck mal, nee, wir haben ja sogar noch welche. Nimm diese blöde Taschenschlampe, Mann. Ich weiß nicht, ob wir ihn haben. Nee, er geht zurück, er lebt noch. Was der alles aushält, meine Güte. Eine Uhr war es gewesen, die uns noch gefehlt hatte. Pass mal auf, ich versuche mal eben kurz was anderes. Und zwar... So. Diese... Wo sind denn hier Batterien? Batterien haben wir gar nicht. Ne, super. Eine Flare-Gun haben wir. Eine leere. Oder? Ja, die ist leider leer. Oh Mann, weil dieser Pfosten jetzt so mir entgegenkam, die alte Drecksau. Kann doch wirklich nicht wahr sein. Ich will den doch nur loswerden, Mann. Ich muss gleich... Ach du Scheiße, wir sind bei 24 Minuten. Gut, pass mal auf, Freunde. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einfach mal kurz ein paar Wolkenbäuschen da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wort von mir. Bis dahin. Tschüss.